Hi, ich bin Henrik und ich will euch heute mal etwas zeigen, wo oft drüber gestritten wird. Und zwar die Anbringung des Hakens bei Würmern. Bei vielen sehe ich oft, also ich sehe ganz oft, dass Leute den Haken komplett falsch anbringen und sich dann wundern, warum sie Fehlbisse ohne Ende kriegen. Ich habe mal vier Hakenart, also vier Anbringungsarten vorbereitet, die ich mal demonstrieren will. Die erste ist der so gut wie die einfachste, weil sie nicht viel Können erfordert. Der Haken wird in den Wurm eingebracht und nur die Hakenspitze guckt aus dem Wurm raus. Der Wurm also an sich, ja, bewegt sich weiter und nur hier in der Mitte ungefähr guckt die Hakenspitze raus und somit ist beim Anhieb der Sitz gewährleistet. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist etwas anders. Und zwar, der Wurm wird aufgespießt in ungefähr der Mitte. Danach allerdings passiert das, dass man das vordere Ende abknipst und es nochmal auf den Haken aufspießt. Somit läuft die Flüssigkeit des Wurmes aus und gerade bei Fließgewässern verbreitet sich eine große Duftwolke und also gut wie weiß, also jeder Angler, der bisschen auf Aal geht, weiß, dass Aale einen ausgezeichneten Geruchs- und Geschmackssinn haben und die Aale werden sozusagen auf euren Köder nur so zurasen und so fangen viele Leute ihre Fische. Die nächste Variante ist sehr abwechslungsreich im Fang, ja, im Erfolg von dieser Methode. Und zwar ganz viele Würmer auf einem Haken, das sogenannte Wurmbündel. Viele werden natürlich sagen, well, ja klar, so viele Würmer, siehst du, das ist doch voll unrealistisch, so eine Anhäufung an Nahrung. Ist es gar nicht mal so. Nämlich, die Würmer, die reinfallen ins Wasser, die werden durch die Strömungen unter Wasser so fast auf einen Haufen getrieben. So eine Würmeransammlung ist nämlich gar nicht so selten. Beim Schnorcheln in Sambagasee ist mir schon öfters solche Wurmansammlungen von drei, vier Würmern aufgefallen im Uferbereich unter Wasser, ja. Mit dieser Methode wird meistens in der Dämmerung gefischt. Die Zielfische bei dieser Methode von dem Wurmbündel kann, angefangen vom Karpfen, Wels, Aal, Barbe, Barsch, ja, also und große Brassen, ja, viele große Friedfische nehmen ihn, Welse nehmen ihn, Aale nehmen ihn. Ja, übrigens, das sind alles Gummiwürmer. Das sind alles Gummiwürmer, die ich mir mal zugelegt habe. Also, ich mache hier in meinem Zimmer nicht mit so Würmern Sachen. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Highlight der Wurmbeköderungen. Und zwar der französischen Methode. Die französische Methode hat Cormoran, soweit ich weiß, schon in Produktion. Und zwar ein Vorfach. Hier wird der Karabiner eingehängt. Hier wird der Wurm mit zwei Haken anstatt einem ja. Also der erste Haken wird hier vorne im vorderen Drittel eingehängt. Im hinteren Drittel kommt der zweite Haken. Die beiden Vorfächer enden, also fließen zusammen sozusagen hier
und verlaufen dann in einem Strang weiter zur Schlaufe für den Karabiner, für den Wirbel. Diese Methode gewährleistet einen zu 60-prozentigen Fehlbissschutz, weil da so gut wie der komplette Wurm abgedeckt ist, der von den Haken. Also, französische Methode, zwei Haken, ein Wurm. Gut, das war's alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch ein bisschen weitermachen, noch ein bisschen was vorbereiten für die nächsten Videos. Wir sehen uns.